Das Bedürfnis nach Freiheit ist schwerer zu verteidigen als das Bedürfnis nach Sicherheit. Es gibt kein Grundrecht auf innere Sicherheit. Ich kenne einen Fall, da ist sogar in den Akten dokumentiert, was ein Abgehörter und durch Wohnraumüberwachung Abgehörter im Schlaf gesprochen hat. Es ging um eine V-Person, einen verdeckten Ermittler, die von der Polizei eingeschleust werden sollte. Sie ist nicht die erste gewesen, sondern sie war in einer ganzen Reihe von weiteren Verdeckten, die auch hier in der Roten Flora aktiv waren. Sie war eine Freundin, die sich so verhalten hat, wie ich mir das von einer Freundin eben wünsche. Das ist halt ein sehr seltsames Gefühl, wenn man hinterher erfährt, der andere Mensch wurde dafür bezahlt, das zu tun und hinterher aufzuschreiben, was er für einen Eindruck von dir hat. Ja, und nicht nur bezahlt, irgendwie Freund zu sein, sondern bezahlt, so zu tun, als wäre dein Freund und dich eigentlich zu verraten. Kein Mensch kann mir erzählen, dass jemand über Jahre eine Beziehung führt, die teilweise sehr, sehr intensiv ist. Und die VE-Führer, die ja fast täglich Besprechungen hatten, das nicht mitbekommen. Ist auch genau das, was es so schwierig macht, das, glaube ich, so wegzustecken, weil es einfach, man einfach nicht weiß, wer sie war und was sie ernst gemeint hat und was nicht. Und aber auch, was sie ausgenutzt hat an Intimitäten mit Menschen, um an Ergebnisse ranzukommen für ihre Arbeit. Ich will das jetzt nicht schönreden. Also ein Liebesverhältnis in einem solchen Bereich ist keine gute Sache. Darüber sind wir uns einig. Die Frage ist immer, war es hier notwendig oder war es nicht notwendig?